Hallo Leute und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Hier in der Vergangenheit mit Harvey und Edna. Und Harvey wird Edna jetzt mal Bescheid sagen, würde ich sagen. Edna. Edna ist die Größte. Ja, das wissen wir, aber wir nehmen jetzt mal den und packen den auf Edna. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Ja, ich dachte, du sagst mir Bescheid. Was mit dem Specht? Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Können wir denn noch da draußen sehen, was wir da... Vielleicht noch mal was anderes reinziehen irgendwie? Das Inventar? Schloss. Alfred, ich nehme den trotzdem noch mal rein, auch wenn wir ihn schon hatten. Können wir noch mehr hier? Es ist so süß und lustig, wie er da draußen jetzt rumgeiert. Wenn wir mal eben... Nee, zu Edna können wir nicht eben uns porten. Na gut. Tja, dann den Specht nehme ich noch mal rein. Was ist das hier die ganze Zeit? Ich weiß nicht, was das ist. Können wir nach oben hin? Können wir hier um die Ecke gehen? Komm. Er kann irgendwie nur dahin gehen, ne? Boah. Ist ja nicht so hilfreich. Kann Edna natürlich auch auf die Sachen noch ansprechen? Elefant? Tagebuch, ich nehme alles rein. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Hey Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Hey Edna, du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Gut, dann nehmen wir mal Edna. Und mach mal den Schrank auf, Edna. Geht das? Was ist da jetzt drin? Schön, dass man was sehen kann. Warte mal, benutzt mal den Schrank. So doof. Benutzen Tür. Was passiert dann eigentlich? Ja, bitte? Vielleicht das mal... Das klappt so. Mal mit ihm reden. Lass das, okay? Alfred, bist du noch da draußen? Mhm, okay. Kannst du das Tagebuch mal mitnehmen? Ich weiß genug. Kannst du was anderes mitnehmen? Nimm. Nein. Nimm. Elefanten. Apokalypsor bleibt heute im Regal. Apokalypsor? Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. Wer nennt denn seinen Elefanten Apokalypsor? Ist ja auch geil. Komm mit, Harvey. Ah, können die sich da verstecken? Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Na, ich hätte mal die Schranktür zumachen sollen. Ja, komm. Komm, Harvey. Hey! Wir gehen. So einfach war das anscheinend. Okay. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Oh, holla, okay. Pucki? Ja, ihr seid jetzt so weit gekommen im Spiel. Darum seid ihr auch dem Lüften des Geheimnisses um Edna sehr nah auf der Spur. Und jeder, der denkt, dass
Ednas Geschichte etwas mit dem Verschwinden dieses Elchkopfes oben links zu tun hat, der irrt. Tatsächlich finde ich, dass hier dieser Switch zu Harvey einer der wirklich stärksten Augenblicke im Spiel ist, weil Harvey halt das erste Mal tatsächlich sich besorgt zeigt um Edna. Wir treffen ihn hier an und er gesteht uns etwas ein, was er Edna gegenüber halt nie sagen würde. Und das lässt uns Harvey noch mal mehr ans Herz wachsen, wie ich immer hoffe. Also bei mir hat es geklappt. Mhm. Okay, man sieht jetzt halt alles, wie es aussah früher, wo alles noch sauber war. Kann man da ist hingehen? Ist das Mathis dort draußen? Aha. Das Gemälde hilft mir gerade gar nicht weiter. Das tolle Rügenwalder Bild. Dieser Screen kursiert in einer gefälschten Version übrigens durch das Internet. Und zwar haben irgendwelche findigen Forumsgänger einfach dreist behauptet, dass sie den Leopardenmodus gefunden haben, den geheimen Leopardenmodus, den Edna ja bekannterweise hat, auch übrigens diese Special Edition, übrigens noch mit ein paar weiteren Sicherheitsmechanismen. Deswegen gibt es halt auch diesen gefälschten Screenshot von einem Harvey-Leoparden mit einem Leoparden-Interface, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich erzähle euch jetzt mal, wie man tatsächlich in den Leoparden-Modus kommt, weil so nach ein paar Jahren, mit ein paar Jahren Abstand, würde es sich, glaube ich, wirklich lohnen, dass man das, dieses Geheimnis mal im Moment mal kurz, ich muss sonst Handy offenbar. Wie doof. Hallo? Hallo? Oh, ist wichtig. Ich muss mal gerade. Tschüss. Na, wer erzählt das nicht noch zu Ende hier? Das ist auch schön, während ich das. Aber wer kennt das nicht? Ich kenne das. Anrufe, wenn man auf. Wow! Was sieht er denn da? Harvey? Ah! Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Was ist denn mit Harvey los? Oh Gott. Oh, wegen sich eine Blume. Und der hat den Pilztopf. Oh, der Pilztopf. Was ist bloß los mit mir? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und doch kann ich es nicht gesehen haben. Hat er zu viel Pilzsuppe gegessen, oder was? Ach, schön. Kannst du den Topf... Nee? Kann ich die Sachen nicht ins Inventar ziehen? Was ist bloß los? Ich weiß... Nee, okay. Ja? Er kann ja da nicht durch, die oder? Die ist wie immer zu. Ach so, was ist hier unten im Keller? Im Keller kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da... War klar. Oh Gott. Sieht aus wie Petra. Die Vorstellung von Mathis. Mathis, der Kindermörder. Ah! Edna! Harvey dreht Was durch. Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mathis verheizt Kinder im Ofen. Ja, klar. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit! Ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Ich weiß auch nicht, was denn los mit ihm? Der hat echt Pilze gegessen, oder ich was? Ich verstehe das nicht. Eben gerade war Mathis doch noch hier. Tja, irgendwas geht hier vor. Kannst du da durch, HW? Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Oh mein Gott. Oh, Arme abgesägt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mathis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an.
Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Hammer, Harvey. Was, können wir noch mal einmal reingehen, weil... Kann ich nicht mehr zurück? Okay. Die Hintertür ist wie immer verschlossen. Ja, dann müssen wir ja nach da hinten hin. Geht ja nicht anders. Aber es war so klar. Aber jetzt wird er bestraft. Für seine Taten. Ah! Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Na warte! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa! Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn! Was? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt.
Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität! All dein Spaß! Sieh doch! Er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Oh, das ist ja jetzt mies und krass. Also es war jetzt eine sehr lange Sequenz, aber es war Edna, die Alfred runtergeschubst hat. Man konnte es sich schon fast denken, aber trotzdem bin ich gerade sehr geschockt. Echt spannend gerade. Ja, und entweder wir hören jetzt auf Dr. Marcel, ich will Harvey, aber irgendwie überhaupt auf gar keinen Fall töten. Und auf der anderen Seite will ich auf keinen Fall Dr. Marcel runterschubsen. Also den runterzuschubsen ist auch einfach nicht das Richtige, finde ich. Boah, ist das schwierig jetzt. Wir könnten natürlich beide Optionen ausprobieren, indem ich einfach mal kurz speichere zumindest. So, damit man wenigstens beides sieht. Ich hier Hoti und Moti mal überspeichern. Ich nehme mal erstmal die erste Variante und höre auf Dr. Marcel. Einfach um das zu beenden. Aber was bedeutet es zu beenden? Es bedeutet natürlich das, was Harvey gesagt hat. So, ein Teil von ihr wird sterben. Weil ein Teil von ihr wird auch die Realität anerkennen, dass Harvey einfach nur ein Stoffhase ist und dass man ihn nicht töten kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie trotzdem noch mit ihm reden kann. Oder auf eine andere Art immer noch Edna bleibt, selbst wenn Harvey, ja, dann hat sie den auch ein Stofftier, aber sie kann vielleicht mit ihm nicht mehr reden. Ich weiß es nicht. Aber was passiert dann mit ihr? Wahrscheinlich ist sie dann frei. Sie darf dann wahrscheinlich wirklich in Freiheit leben. Während wenn wir auf Dr. Marcel hören, wenn wir auf Harvey hören, dann schubst sie den jetzt vielleicht gleich runter und dann wird sie wahrscheinlich wieder eingesperrt werden. Oder ich weiß nicht, vielleicht entweder er stirbt oder er lebt trotzdem noch. Sie ist immer auf der Flucht oder eingesperrt wieder in der Anstalt. Hat aber dann noch ihren Harvey. Dann sitzt dann da genauso wie vorher. Aber ob sie dann wirklich glücklich ist, ich glaube nicht. Deswegen nehme ich mal erstmal die Option, die ich wählen würde und das leider auf Dr. Marcel hören. Oh, wie grausam. Nein. Oh Gott, wie schrecklich. Oh, der grinst aber so gemein. Warum? Das findet der jetzt gut, ne? Bin ich ja mal gespannt. Egal was ist, die andere Option gucken wir uns auch an. Edna ging zurück in die Anstalt und bekam eine Charakterkorrektur. Ihr neuer Name ist Alfredine. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Abwaschen und Akten sortieren. Das ist ja doof. Dr. Marcel gab seine Karriere auf, kaufte sich ein Hausboot und holte auf seine alten Tage noch olympisches Gold im Profiangeln. Hoti ging nicht zurück in die Anstalt, begann eine Karriere als Bankräuber. Nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Oh, krass. Alu wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Lichtwesen. Ja, natürlich. Was denn sonst? Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Ende. Noch nicht ganz. Wir sehen uns das andere Ende auch nochmal an.
Und ich glaube, ich will jetzt doch lieber das andere Ende. Also das hat mir jetzt... Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass das Bessere für Edna wäre. Oh, wenn ich Escape mache, dann hupt's. Das ist schön. Da kommt noch was. Idee, Buch und Regie. Story Design. Oh Mann, oh, ich will jetzt aber raus hier. Ich mach das mal ganz schnell hier. Weil da sabbel ich dann gleich nochmal zu. Ich will jetzt nochmal das andere Ende. Krass, wir haben es aber geschafft. So, jetzt will ich das nochmal spielen. Und jetzt kann ich doch nochmal neu laden hier. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Didim. Da sind wir nochmal an derselben Stelle, denn diesmal höre ich nicht auf den blöden Dr. Marcel, der sich ein Hausboot danach kauft und sich einen Ast abfreut. Ich habe nämlich gedacht, dann hat Edna vielleicht wirklich dann mal ein glückliches Leben. Dann hören wir jetzt auf Harvey. Harvey ist unser Freund. Und jetzt freut sich Harvey, ist auch gemein. Aber ich mag Harvey lieber. Bin ich ja mal gespannt jetzt. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Oh Gott, ist sie da gestorben? Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Der war auch zu gewieft. Der hat also überlebt. Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem 2. Arbeitstag wurde er bei einem Überfall erschossen. Und zwar von dem anderen. Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Petra vielleicht? Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hat. Also dasselbe. Man kann jetzt aber gut durch die verschiedenen Enden von den Leuten, die da mitgespielt haben, also von den Charakteren hier, dass sich das zusammenreimt. Das heißt nämlich, dass Hoti Moti erschossen hat. Ist das nicht krass? Und so. Und die Toilettenfrau wird bestimmt Petra gewesen sein oder so. Könnte sein. Ja, ist schon heftig. Echt heftig. Was natürlich die wichtigste Frage ist, was ist aus Edna geworden? Man hat lange nach ihr gesucht. Das mit ihrem Vater tut mir halt mega leid. Ich habe eigentlich bis zuletzt gehofft, dass Ednas Vater doch nicht tot ist und dass das Grab vielleicht nur ein Fake war oder so. Ja, dass sie jetzt ganz alleine ist und vielleicht sogar im Meer ersoffen ist, ist natürlich... Dass sie da im Meer trunken sein könnte, ist schon echt bitter, aber sie war, weiß ich nicht, sie hat sich für Harvey jetzt zuletzt entschieden und wenn, dann würde ich jetzt bei der Harvey-Entscheidung bleiben. Gerade weil man auch, weil die anderen auch noch ihren Job bekommen haben, so gut, Hoti und Moti, das... Also das Ende ist jetzt eigentlich fast brutal böse, traurig, irgendwie so. Ein fröhliches Ende ist was anderes. Es ist doch sehr überraschend gewesen. Es ist jetzt nicht so ein Happy End. Vor allem, weil man die ganze Zeit im Haus von Edna war und ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie alles sauber macht und nochmal irgendwie in Frieden mit Harvey findet oder so. Und nicht irgendwie ganz alleine dann ist. Der Schlüsselmeister, der Verfluchte, lebt anscheinend auch noch. Oh Gott. Ach Leute, aber das war ein fantastisch tolles Spiel. Ich glaube, es hat euch und mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ich werde höchstwahrscheinlich im Anschluss auch den nächsten Edna-Bericht-Austeil spielen. Ich hatte ja gefragt, wer Bock hat, nach diesem Teil direkt den nächsten Edna-Teil zu sehen. Und hab die ganze Zeit bei Facebook das oben stehen gelassen und auch in den Kommentaren so geguckt, ob jemand nochmal darauf eingeht.
ihr konntet das entscheiden und es war ziemlich 50-50, aber ein Tacken mehr Leute, die dafür gestimmt haben, dass der nächste Edna bricht aus Teil, also Harveys neue Augen, hier direkt im Anschluss danach kommen und dann werde ich das wahrscheinlich auch tun. Freue mich auch drauf, weil ich mich jetzt frage, vielleicht hat man ja Glück, klar, wenn es wieder Edna ist, mit der man spielt, dann ist Edna ja vielleicht nicht gestorben im Wasser, weil es ja noch den nächsten Teil gibt. Bin ich also sehr gespannt, was jetzt aus den Leuten geworden ist und ob das, ob man sich da auch an den ersten Teil gehalten hat, was da am Ende jetzt gesagt wurde, aus den anderen Charakteren. Weil wenn die tot sind, können die natürlich im nächsten Teil nicht mehr vorkommen. Von daher bin ich sehr gespannt, wer Neues dazukommt, wer Altes dabei ist, ob Edna noch lebt. Und fand das richtig ein cooles Spiel. Also ich glaube, so ein Spiel habe ich auch noch nicht auf meinem Kanal gehabt. Point-and-Click-Spiele gibt es einige und von Daedalic ja mittlerweile auch, aber nicht so eins. Also das war jetzt schon was Besonderes. Von daher vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann definitiv im nächsten Teil, wahrscheinlich von Edna bricht aus. So habe ich's neue Augen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns und hören uns. Bis dann.